Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Laura Spittler. Ich bin Forschungsgruppenleiterin an der Max-Planck-Institut für Radioastronomie hier in Bonn, Germany. Und heute Abend werde ich über mein Hauptfachgebiet ein bisschen was erzählen, nämlich die sogenannte Schnellradioblitze. Aber zuerst möchte ich tatsächlich ein bisschen einarbeiten in die Gedankenweisen, die man am besten hat, wenn man Schnellradioblitze erforschen will. Denken Sie einfach darüber nach. Die Sterne in unserem Himmel am Abend sind die Sterne, die da waren, als sie geboren waren und werden viel länger da sein, nachdem sie alle auch weg sind. Man könnte sogar noch ein Stück weiter gehen und sagen, die Sterne, die im Himmel sind, bis auf einige wenige, sind auch die Sterne, die durch die gesamte menschliche Geschichte am Himmel zu sehen waren. Das heißt, ich finde, für uns in Menschheit, wenn irgendwas am Himmel stattfindet, das zeitveränderlich ist oder sogar unvorhersehbar ist, wie ein neuer Komet oder vielleicht eine Supernova, wie die Krebsnebel hier unten gezeigt, dann ist das irgendwas Besonderes. Das ist dann in die Geschichte dokumentiert. Und wer schon mal den Glück hatten, einen totalen Sonnenfinsternis zu erleben, sie wissen, dass es erweckt ein Gefühl, das so von Glück und Erstaunen. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach, weil wir Menschen sind nicht daran gewöhnt, dass die Himmel ändert. So jetzt, wenn wir über Schnellradioblitze reden und denken, müssen wir das tatsächlich alles auf den Kopf stellen. Erstmal, der Himmel ist meistens leer. Das heißt, wenn Sie abends unterwegs sind und schauen nach oben, wäre der Himmel einfach schwarz. Und alle paar Sekunden leuchtet irgendwo ein Stern auf, aber dann verschwindet dieser Stern ganz schnell wieder. Das heißt, der blitzt und ist schnell wieder weg. Die meisten dieser Blitzsterne blinken nur einmal. Das heißt, wenn sie unterwegs waren und eine Blitzsterne sehen wurden und da einfach weiterstehen und schauen in diese Richtung. Es kann sein, dass die Tage, Monate, Wochenlang, jahrelang weiter auf diese Position schauen könnten und nie wieder einen Blitz sehen. Aber es gibt wenige Ausnahmen. In seltenen Fällen würde sie tatsächlich einen weiteren Blitz sehen. Diese Blitzsterne sind etwas Besonderes. Und in diesem Fall sind sie etwas, das vielleicht nicht vorhersehbar ist, dass man das nicht genau sagen, wann sie wieder auftreten, aber sie sind insofern ähnlich wie unsere Sterne, dass es tatsächlich weitergibt. Die anderen Sterne sind einfach zufälligerweise da und vielleicht treten sie nie wieder auf. So. Ich habe jetzt ein bisschen von den Namen erklärt. Erstmal am Ende Blitz. Blitz im Sinn von einem Ereignis, einem Stern, das nur kurz da ist und dann wieder verschwindet. Und schnell. Schnell in diesem Sinn von schnell erledigt oder schnell gemacht, nicht schnell wie Usain Bolt oder eine Jumbo Jet. Das Letzte, was ich erklären muss, ist natürlich der Mitte, diesen Radioteil. So in der Astronomie, was wir machen, ist einfach das Universum erforschen, indem wir elektromagnetische Strahlung empfangen. Was heißt elektromagnetische Strahlung? Das ist ein kompliziertes Wort. Das heißt einfach Licht. Was wir als Menschen vor allem kennen, ist das optische oder sichtbares Licht. Aber es gibt tatsächlich ein ganzes Spektrum davon, unter anderem Ultraviolett und Infrarot. Bei höchster Energie haben wir zum Beispiel Röntgen. Das Röntgen kennen wir von medizinischen Untersuchungen, dass wir die Knochen sehen können. Das ist im Prinzip Licht, nicht anders als was wir mit unseren Augen sehen, aber bei viel, viel höheren Energien. Ganz auf das andere Ende des Spektrums ist dann der Radio. Das ist das Teil mit der niedrigsten Energie oder tiefsten Frequenz. In unserem Alltag kennen wir Radios natürlich vor allem von Kommunikation. Ein Radiosender strahlt auch Radiowellen, die wir dann mit unserem Radio zu Hause oder im Auto dann empfangen. Das wird dann in Musik gewandelt und wir können das natürlich hören. Aber das Universum strahlt auch Radiowellen. Und in meinem Institut, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, wir beschäftigen uns vor allem um, wie kann man das Universum
in Radiowellen erforschen und Erkenntnisse darüber erfahren. So, warum machen wir das überhaupt? Warum messen wir mittlerweile über das gesamte Spektrum? Das ist einfach, man kriegt ein Gesamtbild von einem System oder einem Objekt. Ich habe hier ein Beispiel von einer Galaxie. Das ist eine sehr schöne Aufnahme mit dem Hubble-Weltraumteleskop in sichtbares Licht. Man sieht vor allem die Ausstrahlung der Sterne in der Mitte und hier in der Seite sieht man so diese dunklen Wolken. Das sind Staubwolken, aber das ist nicht das gesamte Bild. Wenn wir dann zum Beispiel hier, das ist dieselbe Galaxie, aber diesmal sind wir ein bisschen ausgezoomt. So hier ist, was wir vorher gesehen haben. Aber was dazu kommt, sind diese zwei großen so orangen Wolken. Das ist eine falschfarbige Darstellung von der Radiostrahlung dieser Galaxie. Und was diese Strahlung uns sagt, ist, dass mitten in dieser Galaxie ist ein riesiges schwarzes Loch, die beschleunigt Teilchen, die dann in die Raum außerhalb, in die Umgebung dieser Galaxie mit magnetischen Feldern in Kontakt kommt und fangen an zu schwingen. Durch diese Schwingungen fangen sie an, dann Radiowellen auszustrahlen. Und wir wissen jetzt, dass viel Radiostrahlung in dem Universum kommt tatsächlich von Teilchen und Magnetfeldern zusammen. Das wird auch später wichtig für uns. So, wie machen wir denn Radioastronomie? Natürlich mit Radioteleskopen. Sie sehen etwas anders aus die typische optische Teleskope, die wir vielleicht kennen. Es gibt unterschiedliche Bauweise, je nachdem, was man machen will. Ich habe hier zum Beispiel drei Beispiele von sogenannten Einzelantennen. Das sind große Schüsseln, die überwiegend alleine messen. Kann auch mit anderen Teleskopen zusammengeschaltet, aber überwiegend machen sie selbstständige Messungen. Oben habe ich die Arecibo Radioteleskop. Die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, dass am Ende letztes Jahres ist leider Arecibo kaputt gegangen. Eine von diesen Hauptkabeln ist durchgebrochen und diesen ganzen Turm hier ist leider liegt jetzt auf der Erde unter die Schüssel. Das war für uns, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnte mit Arecibo gemessen haben, eine absolute Katastrophe und hat uns alle richtig tief gestört. Arecibo war für über 50 Jahre das die größte Radioteleskop der Welt. Unten links habe ich natürlich Ethelsberg, das ist unser hauseigenes Teleskop, das ist südlich von Bonn. Das ist das größte Teleskop in Europa und das mittlerweile muss der drittgrößte Radioteleskop auf der Welt sein, nach dem Arecibo jetzt nicht mehr operativ ist. Dieses Jahr feiern wir tatsächlich unser 50-jähriges Jubiläum mit Ethelsberg. Wir hoffen, dieses Jahr oder nächstes Jahr einen Tag der offenen Tour zu haben. Wenn Sie noch nicht das Teleskop gesehen haben, können Sie hoffentlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren selber das machen können bei dem Tag der offenen Tour. Und auch wichtig für schnelle Radioblitze ist das Parkes Radioteleskop in Australien. Parkes hat der allererste schnelle Radioblitz entdeckt und war in den ersten Jahrzehnten dieses Forschungsgebiet auch mitunter das wichtigste Teleskop. Eine andere Bauweise von Teleskopen ist das sogenannte Interferometer-Array. Das sind kleine bis mittelgroße Teleskope, die zusammenarbeiten, die zusammengeschaltet sind und dabei aus einem entsprechenden großen Teleskop beobachten. Oben habe ich als Beispiel die JANSC Very Large Array. Das ist seit den 80er im Laufen in New Mexico und in den USA. Unten links ist ein sehr spannendes neues Teleskop. Das ist Meerkat. Das wird in Südafrika gebaut und seit etwa über einem Jahr jetzt tatsächlich für den astronomischen Betrieb freigegeben ist, sozusagen. Das ist ein ganz neues Instrument, macht schon sehr tolle Ergebnisse und wird bestimmt in den nächsten paar Jahren für schnelle Radioblitzforschung auch sehr wichtig sein. Eine andere Art von diesen Teleskopen ist tatsächlich die Low-Frequency-Array. Das ist vor allem in die Niederlande, aber auch
über alle in Europa, unter anderem in Deutschland. Und das ist ein ganz anderes Beispiel, wo man einfach so Dipolantennen hat. So keine Schüssel, sondern einfach ein Dipol, die auf der Erde stehen. So, warum sage ich das alles? Es ist für diesen Forschungsgebiet sehr, sehr wichtig, weil schnelle Radioblitze sind bisher nur bei Radiofrequenzen gemessen worden. Das heißt, wenn wir keine Radioastronomie betrieben wurden, es kann sein, dass wir diese Quellen noch nie entdecken wurden. Das heißt, es ist tatsächlich sehr wichtig, dass wir dann Radioteleskopen weiter betreiben. So, ich habe jetzt 10 Minuten geredet, nur beschrieben, was wir sehen, wie wir die messen, warum Radioastronomie so wichtig ist. Und warum mache ich das? Weil die Ursprung dieser schnellen Radioblitze ist bisher völlig unbekannt. Das heißt, ich kann nicht mit einer Galaxie anfangen oder Sterne anfangen oder Planeten anfangen und da was erzählen, weil ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das heißt, ich kann in diesem Moment erstmals nur beschreiben, was wir beobachten. Und wir haben in der Astronomie das Ziel, natürlich rauszufinden, woher die stammen. Und das ist tatsächlich ein sehr spannender astronomischer Krimi. Und ich werde dann heute ein bisschen erzählen, wie wir als Astronomen ein bisschen als Ermittler arbeiten, um quasi diesen Krimi zu lösen. So müssen wir ein bisschen einfach mit den Fakten anfangen. So, in der Fall der schnellen Radioblitze, was ist heute der Stand der Ermittlung? Die erste Entdeckung von schnellen Radioblitze war 2007 mit dem Parkes Radioteleskop in Australien. Es hat in den ersten 10 Jahren haben wir ungefähr, ich meine so 20 Blitze insgesamt gemessen. In den 3 Jahren seitdem haben wir fast ungefähr 1000 weitere. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren richtig große Fortschritte gemacht. Es ist sehr, sehr spannend. So, ich habe gesagt, dass sie aus diesen kurze Blitze sind. So, wie lange dauern diese Blitze tatsächlich? Das ist ungefähr 10 Mikrosekunden bis eine Millisekunde. Im Vergleich, eine Millisekunde ist ungefähr die Dauer eines Blitzlichts eines Kameras. Das heißt, sie sind richtig, richtig kurz. Und eigentlich das Wort Blitz ist das perfekte Beschreibung für dieses Phänomen. Auch ziemlich interessant, sie sind relativ häufig am Himmel. Genau wissen wir noch nicht. Aber zum Beispiel mit der Empfindlichkeit von Effelsberg würden wir erwarten, dass wir 10.000 pro Tag über das gesamte Himmel messen können. Natürlich können wir nicht gleichzeitig das gesamte Himmel messen. Das heißt, natürlich finden wir dann kein 10.000. Aber so häufig sind sie tatsächlich. Das entspricht also 15 Sekunden ungefähr. 15 bis 30 Sekunden. So, jetzt wird es richtig, richtig spannend. Wie weit weg stammen diese Blitze? Wir wissen mittlerweile, dass die stammen von Galaxien, so nicht in unserer eigenen Milchstraße, sondern von weit, weit entfernten Galaxien, die 100 Millionen bis 10 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Um das ein bisschen zu verstehen, wie weit das ist, ich habe hier die Entfernungen von drei Entfernungen ausgesucht. Erstmal die Durchmesser der Milchstraße, die Entfernung zu der Andromeda-Galaxie. Andromeda-Galaxie ist natürlich eine Nachbargalaxie. Und dann als Beispiel eine Entfernung eines schnellen Radioblitzes bei einer Entfernung von 1 Milliarde Lichtjahr. Ich habe dann jeweils hier diesen gelben Balken. Und das sind alle auf die gleiche Skala. Das heißt, wenn diesen schmalen gelben Balken ist dann die Durchmesser der Milchstraße, die Entfernung zu Andromeda wäre dann so groß. Und für die Entfernung zu einem schnellen Radioblitzes musste man diesen 6 gelben Balken aneinander stellen, um die alle auf die gleiche Skala zu haben. Das heißt, sie sind nicht nur extragalaktisch, das heißt, sie stammen nicht nur aus anderen Galaxien, aus unserer eigenen, sondern sie sind wirklich, wirklich weit weg. Und das ist sehr spannend. So, wenn sie so weit weg sind, das heißt, sie müssen auch sehr, sehr energiereich sind, um überhaupt gemessen zu werden. So, ich habe hier
eine typische Zahl, zum Beispiel die Energie, die wir messen, ist vergleichbar zum Beispiel vielleicht mit einem Handy in der Entfernung der Sonne. Aber was diesen Objekt tatsächlich ausstrahlt, ist der Äquivalent aus der gesamten Energie der Sonne in 3 Stunden, aber das denn in nur diesen Millisekunden gequetscht. Das ist ein sehr, sehr, sehr extrem Ereignis. So, wer sind jetzt unsere Tatverdächtigen? Ich habe vorher am Anfang gesagt, dass es gibt Fälle, wo wir nur einen Blitz sehen, und es gibt Fälle, wo wir dann mehrere Blitzen sehen. Ich werde die sogenannten Einzeltäter und Wiederholungstäter. Jetzt müssen wir uns aber entscheiden von 2 Dingen. Erstmal gibt es das Signal, also die Radiowellen in diesen einzelnen Blitz, in diesem einzelnen Ereignis, und natürlich die Quelle, die dahinter steckt, die diesen Ereignissen ausstrahlen. Ich werde versuchen, in diesem Talk weiter, dass wenn ich von das Signal spreche, dann sage ich einen schnellen Radioblitz, also das Ereignis über die Radiowellen und das Signal. Aber wenn ich über das Quelle dahinter, was die schnellen Radioblitze ausstrahlen, sage ich dann Einzeltäter oder Wiederholungstäter. Genauer gesagt werde ich Wiederholungstäter sagen, weil ich habe nur eine halbe Stunde und ich werde dann tatsächlich auf die Wiederholungstäter konzentrieren, weil da wissen wir tatsächlich ein bisschen mehr. So, der erste Wiederholungstäter wurde ist FRB 12.11.02. Das ist für mich eine sehr wichtige Quelle. Die habe ich tatsächlich selber entdeckt. Das war in Daten von dem Arecibo Radioteleskop. Wir haben zuerst in 2014 einen Einzelblitz entdeckt. Das heißt, er war zuerst auch ein Einzeltäter. Das war wichtig damals, weil es war das erste Mal, dass wir einen Blitz mit einem Teleskop, das nicht Parkes war. Anders gesagt, es war das erste Radioblitz, das am Nordhimmel gemessen wurde. Das ist wichtig, weil es war der letzte Schritt, wo wir als Astronomen alle 100% überzeugt wurden, dass diese tatsächlich astrophysisch waren. Weil sie waren so wahnsinnig extrem. Am Anfang haben viele nicht geglaubt, dass die echt waren. Wir haben dann nachgemessen, auch mit Arecibo, und tatsächlich dann die weiteren Blitze entdeckt. Und damit wurde diese Quelle die erste Wiederholungstäter. Seitdem haben wir viele auch sehr schöne neue Entdeckungen gemacht. Diese Quelle war auch der erste Fall, wo wir eine Heimgalaxie identifizieren konnten. Und wir haben auch entdeckt, dass dieser Wiederholungstäter in einer sehr extremen Umgebung sitzt. Und ich möchte auch einfach kurz anmerken, dass ich und meine und eine gesamte Kollaboration von anderen Astronomen haben tatsächlich jede Woche von Sommer 2017 bis Dezember 2020, wenn das Teleskop kaputt gegangen ist, mindestens einmal der Woche gemessen, manchmal zweimal. Das heißt, es ist ein Teleskop, das wir sehr oft benutzt haben, und es trifft uns richtig hart, dass dieses Projekt tatsächlich zu Ende ist. So. Jetzt nehmen wir einen Schritt zurück. Was suchen wir jetzt genau? Wir suchen eine starke Batterie, die in der Lage ist, einen Teil der Energie in Radiowelle umzuwandeln. Wir brauchen ein Objekt oder ein Szenario, das nicht zu selten und auch nicht zu oft vorkommt. Es muss diesen 10.000 Blitze am Tag irgendwie anpassen. Und wenn das Blitz erzeugt ist, es kann nicht sein, dass das Objekt zerstört ist. Das heißt, Ereignisse wie Supernova oder Gammastrahlungsausbrüche sind natürlich ausgeschlossen, weil die weiter blitzen. Das heißt, das Objekt muss das überleben. Diese 3 Sachen zeigen ziemlich stark auf die sogenannten Neutronensterne. So, jetzt werde ich ein bisschen über Neutronensterne erzählen. Was ist eine Neutronenstern? Neutronenstern ist eine Endphase eines Sternes. Nachdem es das ganze Treibstoff aufgebaut ist, endet jeden Stern als entweder ein weißer Zwerg, ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Neutronensterne sind die am Anfang groß waren und genau
so die richtige Masse haben, dass die nicht zu einem schwarzen Loch wird, aber auch nicht zu einem weißen Zwerg. Das ist die sogenannte Goldilocks-Masse. Neutronensterne sind sehr extreme Objekte. Sie haben eine Masse, die ungefähr so viel ist wie die Sonne, aber zusammengequetscht in einem Durchmesser von 20 Kilometern. Das ergibt eine Dichte, das gleicht einem Atomkern. Das ist sehr, sehr dicht. Das ist auch sehr starken Gravitationsfeld. Das heißt, die Fluchtgeschwindigkeit auf der Oberfläche ist 70% des Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, es ist tatsächlich kurz vor ein schwarzes Loch. Diese Objekte kann auch bis zu 700 Mal pro Sekunde um ihren Achsen drehen. Und es kommt dazu, dass die ein magnetisches Feld haben, das 10 hoch 10 bis 10 hoch 15 Mal so stark ist, das wie die Erde. In unserer Galaxien kennen wir sehr viele Radiopulsare, über 2000. Sie erzeugen auch kurze Radiopulse, die mit schnellen Radioblitzen sehr ähnlich aussehen, aber sie sind eine Milliardenfach zu schwach, um bei diesen großen Entfernungen gemessen zu werden. So, die Frage ist, gibt es, wenn es tatsächlich Neutronensternen gibt, ist es so, dass es einfach die schnellen Radioblitzen ausstrahlen? Sind sie irgendwie, haben sie andere Eigenschaften? Oder sind sie in einem anderen Szenario, die einfach hier in den Milchstraße nicht gibt? Solchen Fragen natürlich stellen wir. Als Forscher haben wir einige Ermittlungsrichtungen. Hier habe ich zwei aufgelistet. Erstens, gibt es Wiederholungstäter in unserer Nachbarschaft? Und zweitens, wo sind Wiederholungstäter zu Hause? So, wie gesagt, ich habe gesagt, die meisten Neutronensterne in unserer Galaxien sind viel zu schwach, um diese großen Entfernungen zu messen. Es gibt eine besondere Subarte von Neutronensternen, die Magnetare heißen. Sie haben besonders starke Magnetfelder. Und sie haben immer wieder starke Röntgenstrahlungsausbrüche. Und ungefähr 6 oder so sind auch aus Radiopulsaren messbar. Und im April letztes Jahr gab es wieder eine aktiven Phase bei diesem Magnetar mit dem schönen Namen SGR 1935 plus 2154. Und der hat wieder einen Röntgenstrahlungsausbruch. Das ist nicht außergewöhnlich, aber was außergewöhnlich war, ist, wenn diese Röntgenausbruch war, haben wir tatsächlich 2 sehr, sehr, sehr starke Radiopulse gemessen. Und die waren tatsächlich im Rahmen, was wir gemessen haben für schnelle Radioblitze. Das heißt, die Radioblitze von diesem Magnetar waren vergleichbar mit den energieärmsten der bisher gemessenen schnellen Radioblitze. Das heißt, wenn diese Quelle in einer Nachbargalaxie wären, hätten wir auch diesen Blitze mit unserem Teleskop messen können, aber nicht bei einer Entfernung von 10 Milliarden Lichtjahren. Das heißt, wir müssen uns fragen, kann es sein, dass diese Quellen vielleicht doch noch stärkere Pulse erzeugen können? Die zweite Frage ist, wo sind Wiederholungstäter zu Hause? In Heimgalaxien natürlich. Wir gehen davon aus, dass alle Wiederholungstäter in einer Heimgalaxie sitzen. Und wenn wir dann einige Heimgalaxien aufgesammelt haben und geortet haben, können wir dann langsam uns Fragen stellen, wie sind die eher groß oder klein? Haben diese Galaxien eher jüngere Sterne oder ältere Sterne? Werden Sterne aktiv geboren? Und wo innerhalb dieser Galaxien stammen die Blitze? Sind sie in den Kern, am Rand und so weiter. Bisher haben wir aber nur 2 Heimgalaxien von Wiederholungstätern identifiziert. Die erste war, wie ich schon erwähnt habe, der 12-11-02, das mit Arecibo entdeckt wurde. Und der zweite mit diesem sehr schönen langen Namen unten. Ich werde es einfach R3 nennen. So, das sind Bilder von die 2 Galaxien. Erste links ist von 12-11-02. Das ist eine kleine Galaxie und rechts haben wir eine große Galaxie. Ich habe hier jeweils eine blaue Ovale. Die sind auf der gleichen Skala. Das heißt, wenn die kleine Galaxie neben der großen Galaxie stand, würde die ungefähr so groß sein.
diese Galaxie, diese große Galaxie, hat auch ungefähr 100 Mal so viele Sterne wie die kleine. Das heißt, was wir erstmal sagen könnten, ist, es scheint so, dass die Größe der Galaxie keine großen Rollen spielt und zeigt uns nicht viel aus, was denn Wiederholungstäter sind. Aber was wir auch entdeckt haben, ist, dass sowohl 12.11.02 und R3 in Sternentstehungsgebiete in deren jeweils Heimgalaxien. Das sind hier tatsächlich mit diesen gelben Kreisen gezeigt. Und das ist eine sehr interessante Indizien, weil neue Sterne werden in Sternentstehungsgebiet geboren. Und wo man viele Sterne hat, hat man dann auch viele junge Neutronensterne. Das heißt, wir können uns zum Beispiel überlegen, von den ersten Ermittlungsrichtungen haben wir vielleicht eine Magnetar als Wiederholungstäter. Und hier sagen wir, vielleicht haben wir dann junge Neutronensterne. Das heißt, vielleicht, wenn wir die zusammentun, werden wir dann herausfinden, dass die Antwort ist, wir brauchen junge Magnetar, die mehr Energie haben, die quasi vollgeladenen Batterien sind. Und das ist, was wir brauchen, um dann bei diesen noch weiter, noch größeren Entfernungen diese Blitze messen zu können. Es ist noch nicht fest, aber das ist ungefähr, wie wir als Astronomen Fragen stellen und ermitteln, um diese Krimi irgendwann mal zu lösen. So, ich bin jetzt langsam am Ende. Kurz eine Zusammenfassung. Wenn Sie nichts anderes von diesem Vortrag mitnehmen, ich hoffe, dass Sie haben vielleicht auch verstanden oder werden in die Zukunft auch darüber nachdenken, dass der Himmel ist nicht nur statisch oder vorhersehbar, die wir als die Menschen das kennen. Es kann auch sein, wenn man mit den richtigen Teleskopen und den richtigen Vorgehensweisen der Himmel misst, dass er ist auch sehr dynamisch und unvorhersehbar. Der Ursprung dieser schnellen Radioblitze ist momentan eine große astronomische Krimi. Sicher ist aber, dass die stammen aus weit entfernten Galaxien und die sind sehr energiereich. Und wie gesagt, Astronomen ermitteln in verschiedenen Richtungen, um den Fall zu lösen. Ich habe hier nur zwei, aber es gibt bestimmt eine halbe Dutzend anderen, die ich keine Zeit hatte zu erwähnen. Natürlich, die Einzelfälle, Einzeltäter ist eine ganz andere, noch sehr offene Frage. Und also ein bisschen Side Note, diese Radioblitze sind auch ein sehr spannendes neues Werkzeug, um Kosmologie, um den Aufbau des Universums zu erforschen. Da hatte ich auch keine Zeit, um ins Detail zu gehen, aber das ist auch ein sehr spannendes Thema in diesem ganzen schnellen Radioblitz-Forschungsgebiet. So, damit möchte ich auch die Vortrag für nächste Woche hinweisen und auch vorschlagen, dass die diesen Kanal abonnieren. Und damit nehme ich gerne Fragen. So, ich habe schon eine Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass die einmaligen FRBs und die wiederkehrenden FRBs vom selben Objekttyp stammen? Gibt es dazu schon Untersuchungen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die wir seit Jahren bei jedem Tagung und Konferenzen stundenlang hin und her diskutieren. Ich habe tatsächlich diesen Einzeltäter und Wiederholungstäter als ziemlich eine schwarz-weiß Klassifikation, was natürlich sein kann, ist, dass die Einzeltäter sind einfach Wiederholungstäter, die so selten wiederholen, dass wir es noch nicht gemessen haben. Das können wir noch nicht ausschließen, aber es gibt auch die ersten Indizien dafür, dass sie tatsächlich unterschiedlich sind, nämlich ich habe von der Dauer gesprochen, die Blitze, die wir bisher als Einzeltäter nur als Einzeltäter gemessen haben, sind tendenziell eher schmaler
und einfacher als die Wiederholungstäter. Die Wiederholungstäter haben tatsächlich sehr komplizierten Spektra und auch oft in einer kurzen Zeit mehreren so Blitze nebeneinander. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Untersuchungen. Und ich finde, persönlich finde ich auch die, vor allem die Untersuchung der Halbgalaxien und die Umgebung werde uns viel dazu sagen. So, zweite Frage. Von der Quelle aus betrachtet, etwa welchen Öffnungswinkel hat so ein Blitz? Nehme an, der ist gerichtet, nicht isotrop. Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Das ist in dieser gesamten, von allen Messungen, die wir gemacht haben, das ist, was wir tatsächlich keine Ahnung von haben. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die eine schmale Öffnungswinkel haben. Sorry, ich versuche mir die Hände zu zeigen. Einfach weil die Emissionsprozesse relativistisch sind. Man hat immer fast eine kleinen Öffnungswinkel. Sie sind wahrscheinlich nicht isotrop. Aber das wissen wir tatsächlich nicht genau, was das ist. Das haben wir bisher nicht in irgendeiner Art und Weise für irgendeine Quelle messen können. So, Frage Nummer 3. Bezüglich der Einzeltäter, gibt es Bereiche, von denen signifikant mehr Blitze ausgehen oder sind die Blitze am Himmel gleich verteilt? Die Blitze sind am Himmel gleich verteilt. Wie viele Stunden am Radiodaten haben Sie durchgesehen, bis Sie den Wiederholungstäter entdeckt haben? Ah, das ist ja eine schöne Frage. Es war erstaunlich wenig tatsächlich. Grob gesagt, so 10 Stunden. Und die 10 Stunden Nachmessungen ungefähr haben wir tatsächlich schon die Wiederholungstäter entdeckt. Und das war tatsächlich ziemlich kurz. Wir haben es war auch einfach Glück, muss man sagen. Wir haben, wie gesagt, dreieinhalb Jahre lang regelmäßig diese Quelle entdeckt, regelmäßig diese Quelle beobachtet. Und wir haben auch teilweise Wochen und Monate lang haben wir nichts entdeckt und dann kommt wieder was. Das heißt, wir hatten tatsächlich ziemlich viel Glück gehabt, dass wir es so schnell entdeckt haben. So, Frage Nummer 5. Auf welchen Frequenzen werden FRBs beobachtet und ist das ein schmalbandiges, diskretes Signal oder ein breitbandiges? Ah, das ist auch eine sehr gute Frage. Schon Radioblitze sind bisher von ungefähr 300 MHz bis 1,4 GHz entdeckt. Und die Wiederholungstäter, wenn man weiß, wo man hinschauen soll, die sind bis 8 GHz gemessen worden. Zu den schmalbandiges oder breitbandiges Signal. Tatsächlich sind die Wiederholungstäter haben eine, sagen wir, schmalbandiges. Das heißt, die Bandbreite ist ungefähr 100 MHz oder so, ganz grob. Es ist von Blitz zu Blitz unterschiedlich. Und bei den Einzeltäter sind sie tatsächlich viel bandbreitiger. Und das ist tatsächlich eine der besten Indizien, dass die tatsächlich zwei unterschiedliche Ursprünge haben. Ich weiß nicht, ich bin nicht 100% sicher, was das mit dem diskreten Signal gemeint ist. Aber ja, ich habe hoffentlich das Spektrum einigermaßen beschrieben. War das Wow-Signal vielleicht auch ein FRB? Wie weiß man jetzt davon? Und das ist eine gute Frage. Das Wow-Signal, ich kann ein bisschen erklären, das ein Signal ist aber ein Signal von einem SETI-Projekt. Die haben einfach auf den Himmel gesucht für starke Signale, relativ schmalbandiges, musste ich tatsächlich nochmal die genauen Eigenschaften der Wow-Signal untersuchen. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass tatsächlich ein FRB war. Frage Nummer 7. Besteht die Möglichkeit, dass Arecibo wieder aufgebaut wird?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ja, die kurze Antwort ist, es ist viel zu früh zu sagen. Natürlich wird da einige an Geld gebraucht werden, mehreren 10 Millionen wahrscheinlich. Die Frage, wo kommt das her? Es gibt auf jeden Fall, ein Schritt zurück, ich muss auch sagen, dass das große 300-Meter-Teleskop war ein Teil des gesamten Observatoriums. Es gibt auch andere Instrumente, ein kleineres Teleskop und auch ein atmosphärisches Teleskop da auf der Site und auch so ein wissenschaftliches Museum, das sehr wichtig war für die Schulen in Puerto Rico. Das meines Wissens nach soll tatsächlich erhalten sein. Das heißt, es ist nicht, dass das ganze Observatorium komplett schließt. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die gerne irgendwas Neues bauen möchten, aber es ist viel zu früh zu sagen, ob es tatsächlich stattfindet und auch wie es aussehen wird. Ob es tatsächlich wieder wie Arecibo vorher oder was komplett Neues ist, komplett anderes. Das ist viel zu früh zu sagen. So, Frage Nummer 8. Angesichts von Sekundenbruchteilen lassen sich denn überhaupt Eigenschaften von den Einzelgängern eingrenzen? Ja, wie gesagt, bisher sind die sind tatsächlich schmaler im Durchschnitt, die Dauer des Blitzes und wie gesagt, die Spektrum ist anders. Sie sind eher bandbreitig und die Wiederholungstäter sind eher etwas schmalbandiger. Die Polarisation kann vielleicht auch unterschiedlich sein, aber da haben wir eigentlich zu wenig gut gemessenen Blitze, um da irgendwas Genaues zu sagen. So, Frage Nummer 9. Wie weit ist R3 entfernt? R3 ist. Soll ich wissen? Es ist relativ nah, was einen Schnellradioblitz angeht. Die Rotverschiebung ist 0,07. Das muss dann 150 Megaparsec sein. Da bin ich mir nicht so sicher, aber die Rotverschiebung ist 0,07. Dann können Sie selber umrechnen. Frage Nummer 10. Können Sie spekulieren, was uns die FRBs dann vielleicht über den Aufbau und die Geschichte des Universums sagen könnte? Ah, ja, da kann ich schon vieles. Muss auch nicht spekulieren, das wird teilweise schon gemacht. Ja, so das ist eine etwas längere Geschichte, aber ich versuch's. So, wir wissen in der Kosmologie, dass mit der Aufbau des Universums hat es tendiert, dass die Materie nach der Urknall zusammen durch Gravitation kommt und irgendwann wurden natürlich Galaxien gebaut. Und zwischen den Galaxien sind schon Filamente. Man hat vielleicht schon so Bilder gesehen von so Kosmologie-Simulationen zum Beispiel. Also man hat so Knotenpunkte, wo Galaxien stehen und dazwischen sind schon Filamente und dann zwischen den Filamente sind diese großen Leerräume. Wir wissen auch ungefähr, nicht ungefähr, wir wissen genau, wie viel Materien in das gesamte Universum gibt. Und wenn man dann dahin geht und sagt, okay, ich zähle, wie viele Galaxien ich sehe, ich dann mache nur ein bisschen Rechnung, okay, wie viel Materien ist in alle Galaxien, das ich sehen kann, das ist ungefähr 10% das Gesamt Materium des Universums. Das heißt, 90% ist nicht in der Galaxie. Das heißt, das ist dann in die Filamente und in diesen Leerräumen. Die Materie in diesen Filamente und Leerräume sind tatsächlich sehr schwer direkt zu messen, weil sie strahlen sehr wenig selber aus. Das heißt, man kann keine Licht empfangen. So, jetzt kommt die Schnellradioblitze. Die Schnellradioblitze haben tatsächlich die Eigenschaft, dass sie die Dichte dieser Materie zwischen die Quelle und die Erde, sorry, die Dichte ist in die Eigenschaft der FRBs
inkludiert. Das heißt, wenn wir die FR-Radiopulsen messen, wissen wir tatsächlich, wie viele Elektronen von der Quelle zwischen der Quelle und uns sind. Und das heißt, wir können tatsächlich sehr einfach die Materie in diesen ganzen Layerraum messen und dann können wir sagen, okay, wenn wir das gemacht haben, also genug FRBs haben und wissen auch, in welcher Galaxie sie sind, dann können wir sagen, okay, so viele Materien ist dazwischen, ist das quasi, was uns jetzt bisher gefehlt haben. Das haben wir tatsächlich schon gemacht. Ich nicht, aber Kollegen von mir in Australien haben das gemacht und haben tatsächlich festgestellt, dass ja, sie haben die richtige Menge von Materien in diesen Leerräumen zwischen den Galaxien gefunden. Und das ist eine Frage, das tatsächlich in der Kosmologie seit paar Jahrzehnte nicht geantwortet ist. Natürlich wussten, sie haben erwartet, dass diese Materie da ist. Es war einfach sehr schwer, es direkt zu messen. Und mit schnellen Radioblitzen messen wir das, ob wir das wollen oder nicht. Für uns ist das einfach. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie wir das tatsächlich schon gemacht haben. Und in die Zukunft werden wir dann versuchen, das ein bisschen zu erweitern und können vielleicht ein bisschen diesen schönen Filamente und Knoten auch rekonstruieren. Mal gucken, weil es ist sehr spannend. So, Frage Nummer 11. Wie sieht das mit der Periodizität der Wiederholungstäter aus und ist das sehr genau? So hier ist die Frage, man könnte sich vorstellen, man misst quasi die Blitze und fragt, gibt es denn zwischen die Blitze eine feste Periode? Das heißt, das würde dann entsprechend sagen, dass es gibt einen Neutronenstern, die sich rotiert und wir sehen nur einmal pro Rotation zum Beispiel einen Blitz und dann können wir eine Periode finden. Für eine Kurzzeitperiode, das heißt, das würde so eine Drehung an den Neutronensterns entsprechen, haben wir tatsächlich gesucht und wir haben keine Periode gefunden. Sowohl für 12.11.02 und R3. Aber es gibt eine Periodizität, das wir letztes Jahr entdeckt haben, dass ich leider keine Zeit hatte, richtig viel darüber zu zählen. Und das ist eine Langzeitperiodität. Und es geht nicht um genau die Abstände zwischen Blitze, sondern die Aktivität. So zum Beispiel mit R3 ist es so, dass es wird ungefähr 4 Tage lang kann man Blitze messen und dann 12 Tage lang nichts und dann wieder 4 Tage lang Blitze messen und dann 12 Tage lang nichts. Und tatsächlich dann ist diesen Aktivitätsfenster, die sind tatsächlich periodisch. Und es wurde erstmal bei R3 entdeckt und dann haben wir tatsächlich nachher bei 12.11.02 eine Periode entdeckt. Bei R3 ist das ungefähr 16 Tage, diese Aktivität, dass es ein- und ausschaltet. Und bei 12.11.02 ist es tatsächlich 180 Tage. Das heißt, es ist ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, deswegen war es schwieriger zu entdecken, weil wir hatten einfach weniger Zyklen. Aber das ist eine sehr offene Frage, woher das kommt, woher diese Periodizität ist. Diesen Zeitskalen von 16 Tage bis 160 Tage entspricht natürlich sehr vergleichbar mit so einer Periode vielleicht eines Binärsystems. Eine etwas verrückter Idee wäre tatsächlich, dass die Neutronensterne hat eine Präzession, das heißt die Drehachsis dreht. Das ist bisher noch nie gemessen worden. Wäre aber ziemlich spannend. Aber ja, das forschen wir tatsächlich sehr aktiv daran, um zu verstehen, woher diese Aktivität Perioden kommen. So, Frage Nummer 12. Gehen Gravitationswellen mit den Blitzen einher? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen erstmal rausfinden, was die sind, und dann können wir sagen, ob da zu Gravitationswellen damit auch ausgestrahlt werden. Zum Beispiel, wenn es herausstellt, dass die Einzeltäter tatsächlich irgendwie eine Neutronensternverschmelzung, dann würden wir natürlich Gravitationswellen erwarten. Aber wenn es tatsächlich alle einfach so Blitze von Magnetaren, dann würde ich keine
eher keine Gravitationswellen erwarten. So, Frage Nummer 13. Könnte man den Öffnungswinkel bei den Wiederholungstäter abschätzen? Nee, tatsächlich nicht. Man könnte das, oder ich sollte genauer sagen, natürlich die Forscher, die tatsächlich an den Emissionstheorien arbeiten, können natürlich sagen, was die erwarten für einen Öffnungswinkel, aber gemessen nicht. Um einen Öffnungswinkel zu bestimmen, müssen wir zum Beispiel, wir brauchen eine Ahnung, woher es kommt. Tatsächlich, wenn es ein Neutronenstern wäre und wir wüssten, was die Rotationsperiode ist, dann könnten wir vielleicht was abschätzen, aber es wird wahrscheinlich, es ist tatsächlich nicht einfach. Es kommt viel mehr von der Theorie-Seite her, was das Öffnungswinkel sein soll. Frage 14. Ist die Beobachtung in Effelsberg wegen Corona zurzeit eingeschränkt? Wie ist da der Status? Tatsächlich ist es so gut wie nicht eingeschränkt. Wir waren eigentlich die ganze Zeit immer am Messen. Wir hatten keine Teleskopschließung wegen Corona. Natürlich ist die Personal da weniger. Das heißt, es ist nur die Leute da sind, die absolut da sein müssen. Es wird keine Besucher und zum Beispiel. Eine Zeit war es so, dass wenn irgendwas kaputt gegangen wäre, dann hätte es ein bisschen länger gedauert, bis es repariert war, aber man hat eigentlich keine Probleme. Und der Status ist, wie gesagt, eigentlich relativ normal, bis auf natürlich, dass wir alle weiter mit den Social Distancing und Homeoffice, insofern es geht. Ja, wir hatten dank die super Mitarbeiter in Effelsberg haben wir die ganze Zeit weiter messen können. So, Frage Nummer 15. Wie genau wurde das Spektrum vom Blitz erfasst? Amplitude, Frequenzzeit? Ich habe tatsächlich versucht, keine diesen Bilder zu zeigen, weil sie ein bisschen fachspezifisch ist, aber ich habe tatsächlich eins, ich kann es kurz zeigen, ich muss zurückgehen und es finden, da. So, hier ist eine Darstellung von unseren Daten. Hier haben wir die Beobachtungsfrequenz. In diesem Fall ist es von 400 bis 800 MHz. Hier haben wir die Zeit und dann die Farben zeigt dann die Intensität oder die Amplitude. In diesem Fall ist gelb dann höher. Hier oben sieht man dann die Signal, wenn man die Frequenzaxis zusammen addiert. Dann hat man hier einfach den Röhrchen. Hier ist dann dieser Blitz und dann hier ist das Blitz. Aber ja, genau. Aber man muss sagen, wir müssen sehr, sehr hoch aufgelösten Daten aufnehmen. Spricht natürlich mindestens eine Millisekunde, aber teilweise nehmen wir Daten auf mit so Zeitskalen von 50 Mikrosekunden oder so. Okay, dann haben wir, ich wurde mir gesagt, dass wir keine weiteren Fragen haben. Dann möchte ich nochmal auf die Vortrag von ab Donnerstag nochmal darauf hinweisen und auch wieder vorschlagen, dass die Kanal abonnieren. Sonst möchte ich mich für Ihren Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.